Hallo liebe Zuschauer, hier möchte ich Ihnen gerne Mace Alpha vorstellen. Das ist dieses Hotel, das ist dieses Handy hier. Ich möchte mal gerne so ein Unboxing-Video starten. Komme auf ein paar relevante Sachen auch drauf ein und ja, ich habe es schon in Benutzt gehabt, einige Zeit lang. Und möchte mal drauf eingehen und ja, ist nur mal ein kleines Unboxing-Video und mit kleiner Vorführung. Okay, fange ich mal einfach mal an. So wurde es angeliefert, wie gesagt, das Mace Alpha oder Matze Alpha, auf Deutsch gesprochen. Ja, schöne wertige Verpackung, 190 Euro kostet dieses Smartphone mit Magnetschließe, ne? Lässt sich schön hier auch zum Verschenken gut geeignet. Gut, dann kommen wir hier zu dem Handy. Einen Moment, ich lege es mal eben mal auf Seite. Ich ziehe mal hier die Folien mal ab. Ne, wie man sehen kann, ich lege mal auf Seite so. Die Rückseite, ne, richtig schön edel, aber Fingertoucher werden trotzdem drauf erkannt. Und ja, ich ziehe mal die Vorderseite mal ab. Ne, macht ein richtig schönes. Schönen Eindruck, liegt schön in der Hand. Ne, ich bin jetzt 1,83 groß, habe mittelgroße Hände. Und ja, zu mehr komme ich gleich. Ich zeige mal erstmal die Sachen, die dabei waren. Viel ist es nicht. So, was haben wir hier? Hier ist ja, dieser Pin, um die Karte zu entnehmen und einzuführen. Hier noch ein kleiner Briefumschlag, hier mit einem Hardcover-Display. Hardcover-Schutz, also so ein Panzerglas im Endeffekt, ne? Also kein Display-Schutz, sondern so ein Hardglas-Teil für die Frontseite. Was haben wir hier noch? Ein USB-Ladekabel. Okay, und hier ein USB-Netzstecker. Dieser sitzt immer ein bisschen fest hier drin, warum auch immer, ich weiß es nicht, muss ein bisschen rausquälen. So, ja, warum jetzt hier, ich hoffe man kann es lesen, Qualcomm 3.0 fähig, das heißt es ist ein Schnellladegerät. Das Handy hat keine Schnellladefunktion, aber ist mit dabei. Vielleicht kann man es anderweitig als Schnellladefunktion benutzen. Ansonsten bin ich froh, dass dabei war. Lege ich auch mal auf Seite. Macht alles einen ordentlichen Eindruck. Hier eine Schnellanleitung, Garantiekarte, Schnellanleitung auch auf Deutsch vorhanden. Ja, steht nicht sehr viel drin. So, Videokamera, Mail und so weiter. Wenn man sich mit Android ein bisschen vertraut hat, ist es eigentlich gut. Auch ohne Bedienungsanleitung gut möglich, die separaten Sachen zu finden. Das braucht, glaube ich, kaum einer. Okay, fangen wir jetzt einfach mal mit dem Device mal an. So sieht es aus. Hier vorne ist der Einschaltknopf. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier. Und hier ist diese Laut- und Leise-Wippe, wie man das auch bei anderen Sachen erkennt. Hier oben sitzt ein Klinkenbuchse für einen Kopfhörer. Hier unten ist der Ladeanschluss Typ C. Auf der anderen Seite ist hier der Schacht für die SIM-Karten und für die Micro-SD-Karte. Was haben wir noch? Ja, die Kamera hier hinten. Diese steht ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so, wenn ich es so halte. Diese steht ein bisschen ab, daher sollte man das zügig eigentlich mit einem Case mit einem Case auf jeden Fall schützen, denn sonst ist die doch, die Kamera, wenn man das jetzt so auflegt, doch nicht geschützt und könnte zu schnell zu Kratzern entstehen. Kratzer kommen, das wollen wir ja nicht. Dualkamera ist hier verbaut. Die Frontkamera ist hier vorne verbaut. Hier im unteren Bereich, wenn man es erkennen kann. Das ist die Frontkamera, 5 Megapixel. Hier hinten 13 Megapixel mit LED-Blitz. Gut, ich schalte es mal eben ein mit Fingerabdrucksensor. Ne? Funktioniert auch ganz gut.
Ich hatte am Anfang den falsch kalibriert und musste den ein bisschen ändern. Ich hatte am Anfang immer so kalibriert, aber dadurch, dass ich das ja so in der Hand halte, ich halte mal das Licht eben ein bisschen aus, war es doch sinnvoller, das ein bisschen quer zu kalibrieren, damit man auch quer direkt drauf zugreifen kann. Liegt ordentlich in der Hand, ist natürlich 6 Zoll groß. Ne? Das ist natürlich man könnte auch Tischtennis spielen damit, wenn man will. Ja, wie man hier schon sehen kann, das ist der Fingerabdrucksensor hier unten. Ich mache mal das Licht wieder an hier. Hier unten ist der Fingerabdrucksensor und den brauche ich jetzt nur antippen und funktioniert eigentlich zuverlässig und schnell. Hier sind die On-Screen-Tasten, diese kann man wegdrücken, wieder hochschieben und wegdrücken. Ja, jetzt habe ich die Kamera eingeschaltet. So, diese kann man auch wegschieben. Trotzdem hätte ich das schöner gefunden, wenn der Fingerabdrucksensor hinten gewesen wäre. Hier in dem Bereich, hier im oberen Bereich, ne, wie man das bei manch anderen Device erkennt. Okay, ist nicht so gemacht worden. Warum auch immer. Die Hersteller werden da schon wissen, warum. Ich schalte das System mal gerade eben komplett mal aus, um an die Speicherkarte, an den Speicherkartenplatz mal zu zeigen. Also Speicherkarten sei schon, den SIM-Kartenplatz mal zu zeigen. Damit da auch nichts kaputt geht, füge ich hier die Karte ein. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. So, danach ist es ein bisschen auf. So, hier kann man zwei Nano-SIM-Karten einfügen oder eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Speicherkarte kann man hier einfügen. Bis 256 GB kann man da die Speicherkarte einfügen. Ja, ansonsten, ich habe jetzt nur eine reingesetzt. 64 GB hat das Gerät sowieso intern Speicher. Das reicht erstmal aus. Ich füge das System wieder zusammen. So. Schalte es wieder ein über den Einschaltknopf. Ne? Richtig schönes Bild hat es. Das hat mich, ja, dieses HD-Display. Gorilla Glass 4 wurde hier auf der Frontseite und auf der Rückseite verbaut, also vor Kratzern weitestgehend gut geschützt. Aber wie man sieht, hat man schon die ganzen Fingertoucher hier drauf. Ne, man kann das jetzt so erkennen im Licht. Gut, ist halt so. Ne? Muss ich meinen. Oh, die Karte, genau, Kartenpin eingeben. Oder? Ich glaube ja. Nein, dann war es der Display-Pin. Gut, Android wird gestartet. Also ich habe hier einen Display-Pin und meinen Fingerabdrucksensor eingebaut. So. Einen Moment. Ja, Octa-Core-Prozessor ist hier eingebaut, ein Helio. Ja, Helio P25 und so weiter. Funktioniert eigentlich relativ schnell. Ohne Ruckler. Jetzt muss ich wieder mein Display. Ja, gut. Jetzt haben wir es fertig. Gut. Ich mache mal das Licht aus. So, damit man. Ich wollte mal am Anfang. Also hier sind die ganzen Sachen, die dabei waren, außer Asphalt Extreme, das habe ich selber heruntergeladen. Ist es eigentlich ziemlich aufgeräumt. So viele China-Apps sind hier nicht vorhanden. Die ganzen Google-Sachen verbergen sich hier unter diesem Ordner. Ne, da hat man von YouTube über die anderen Sachen alles hier ist hier vorhanden. Ich mache mal hier so ein Video Patagonia. Ja, Patagonia will ich jetzt nicht. 8K schon, ja. 4K. Machen wir mal jetzt einen. Mit der Amazon-App können Sie genau verfolgen, wann Ihre Bestellung geliefert wird. Hoppala. Ja, jetzt bin ich zu weit gegangen. So. Das wollte ich mir anschauen. Haben Sie die Amazon-App noch heute Ja, gut, Werbung ist halt verbannt, aber ist ziemlich kurz. Nur mal zu zeigen, was für ein schönes Bild das eigentlich hat. Also es ist wirklich sehr schön zum Anschauen. Ruckelfrei.
Also ich bin da, auch wenn man es schief hält, also gute Blickwinkelstabilität hat es hier. Ne, das hat mich eigentlich so am meisten überzeugt. Gut, das nur mal als kurzer Einblick in das ganze Thema. Ne, macht ein schönes Bild. Gut, um jetzt wieder an die Online-On-Screen-Tasten zu kommen, drückt man hier, schiebt man nach oben und sagt jetzt hier wieder zurück oder komplett raus. Dann ist man wieder auf dem Device selber drauf. Der Ton ist mittelmäßig, einigermaßen ausgewogen, im lauten Bereich ein bisschen verzerrt. Lauteste Einstellung habe ich noch nicht gemacht. Es ist okay. Ne? Jetzt wollen wir jetzt nicht, wir reden hier von 190 Euro. Ich wollte mal ein Spiel anspielen, damit man mal sehen kann, wie ruckelfrei das Ganze funktioniert. Ich habe hier deswegen extra so ein aufwendiges Spiel mal runtergeladen, damit man da mal sehen kann, wie schnell das alles funktioniert. Ne? Also jetzt nicht auf meine Fahrkünste gucken oder so, sondern einfach mal, dass es ruckelfrei ist. Ich will jetzt einfach mal ein Spiel spielen. Ne? Also, falls ich jetzt hier zu sehr crashe, bitte keine Sorgen machen. Ich schaue einfach mal, wie es funktioniert. Ja, ja, irgendwie hin und her. Ich bin da jetzt nicht der Profi drin. Soll nur zeigen, wie ruckelfrei das Ganze ist. Ne? Damit man mal direkt mal erkennen kann, ja, 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 bla, bla, bla. Ja, also richtig schönes Bild. Man kann hier schön hin und her driften. Da ist... Gut, ich hoffe, das Spiel ist gleich zu Ende. Dauert nicht so lange. Naja. Ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Macht richtig Spaß. Gerade mit so einem großen Device ist es richtig schön. Vom Handling her und vom, ja, Filme gucken kann man damit auch sehr schön. Okay, okay, okay. Ich folge einfach dem anderen Auto hier mal. Ist auch noch Nummer 1, also wenn ich jetzt hier auch noch gewinne, dann... oh, oh. Hui, hui, hui. Hui, keine Unfälle bauen. Vielleicht werde ich noch Sieger, ich weiß es nicht. Ja, das nur mal als... Jawohl, ich hab's gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, gut. Ich gehe mal kurz raus aus dem Spiel. Also hierfür auch wieder... kleiner Einblick in die Spiellandschaft. Also ohne Ruckeln, ohne Probleme. Die Kamera hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Die Fotos sind okay. Aber jetzt auch nicht weltbewegend, ehrlich gesagt. Ja, gut, zulassen. Ne? Für Schnappschüsse reicht es vollkommen aus. Aber ja, ich mache mal ein Bild von meiner Blume hier. So, zeig mal meine Blume hier eben. Ne, wie man sieht, ist es ein bisschen verwaschen. Ne? Also hundertprozentig klar ist es nicht. Aber okay. Ne, das nur mal als Information. Ähnlich und schlecht ist mit der Frontkamera, diese 5 MP Megapixel-Kamera im Frontbereich vorhanden. Gut, mach ich mal Licht wieder an. Ja, was ich hier noch sehr schön finde eigentlich, ist, wenn man zum Beispiel mit einer Hand das Ganze bedienen möchte. Man braucht nur nach unten, nach rechts zu scrollen. Jetzt kann man
das Ganze mit einer Hand. Das Bild, der Bildschirm hat sich verkleinert. Man kann es für Rechtshänder machen oder auch hier für Linkshänder kann man auf alle Bereiche schön eingehen. Das finde ich eine schöne Idee. Ist eine schöne Lösung, um das große Device auch mit einer Hand bedienen zu können. Gut. Wie geht man da wieder raus? Ich glaube, wenn ich hier drücke, nach oben scrollen oder... Ah ne, ich muss wieder zurück, genau. Zurückschieben muss ich das Ganze. Ja, so, genau. Das, also wie gesagt, Gestensteuerung hat es auch. Und also genau, nach links und nach rechts drückt man hier und dann hat man ein kleines Bildschirm und wenn man wieder nach von rechts auf links geht, naja, hat man wieder ein großes Bildschirm. Die Gestensteuerung kann ich noch nicht so vollkommen gut beherrschen, ist für mich auch nicht so tragisch wichtig, ehrlich gesagt. Daher kleiner Einblick in das ganze Device, die Laufzeit, Akkulaufzeit, circa 2 Tage, funktioniert einfach frei. Am Anfang hatte ich 1,5 Tage die Akkulaufzeit, weil ich viel damit gespielt habe. Derzeit ist es bei 2 Tagen. 4G LTE-Netz hat es, also LTE-Netzfähigkeit hat es. Gut, was habe ich vergessen? Ich weiß nicht. Also so, genau, so geht man hin und zurückstreifen geht wieder groß. Macht einen guten Eindruck, 190 Euro. In meinen Augen gerechtfertigt und auch wirklich, ja, ich bin da sehr positiv überrascht von. Macht einen sehr, sehr schönen Eindruck, auch die Rückseite. Aber wie man sieht, ne, es verschmiert halt alles ziemlich. Die Kamera steht ein bisschen ab. Die Kamera-Bildauflösung ist auch nicht so doll. Also wer das verschmerzen kann und für ein paar Videos zu gucken oder generell, um jetzt Spiele zu spielen, Videos zu gucken, wer gerne mal ein großes Device hat und nicht so viel Geld ausgeben möchte, ist hier auf jeden Fall ja, gut beraten. Ich bin damit sehr zufrieden. Schnelligkeit ist gegeben. Es hakt nichts, es ruckelt nichts und von daher von mir ein empfehlenswert, gerade in der Preiskategorie bin ich damit schon sehr begeistert. Außer halt, ne, also diese Fingertoucher nerven mich schon ein bisschen. Also wenn man hier jetzt eine Hülle hat, die habe ich schon nicht gekauft, dann Fingerabdrucksensor funktioniert einwandfrei. Auf jeden Fall ein Silikoncase sollte man hier benutzen. Gut. Im Großen und Ganzen war es das jetzt von mir. So, was habe ich jetzt gemacht? Ein aufwendiges Spiel gespielt, die Kamera ausgelöst. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Den SIM-Schacht gezeigt. Die Ladeoptionen habe ich gezeigt. Klein, groß. Im Großen und Ganzen war es das von mir. Ne, wenn mir noch was einfällt, werde ich das in der Rezension mal reinschreiben. Und ja, Android 7.0 ist hier verbaut. Ich kann noch mal in die Einstellung mal gehen und den internen Speicher mal zeigen, wie viel da jetzt benutzt wird. Mal gucken. Mobile Daten? Nein, da bin ich verkehrt. Ich wollte mal eigentlich so die den Speicher gucken, genau. 48,12 GB habe ich noch Platz von 64. Das Spiel hat schon eine Menge Gigabyte. Ich muss mal gucken, wie viel genau. Ja, das war mir schon klar, dass das fast 2 GB Platz wegnimmt. Ja, man hat auf jeden Fall um die 50 GB trotzdem noch Platz zur freien Verfügung. Und ja, mehr gibt es eigentlich jetzt so nicht zu sagen. Funktioniert einwandfrei. Lieben Dank fürs Zuschauen. Sollte ich noch irgendwas finden? Ja, ein Update gab es bereits hier von Matze selber oder von Mace selber. Muss ich hier ein Sicherheitsupdate vollziehen. Ich glaube, gestern war das. Gut, das nur mal als Information. Also wird es regelmäßig geupdatet, was für mich auch wichtig ist. Im Endeffekt nicht, dass ich das nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, wenn neue Sachen kommen, das gar nicht mehr abgedatet wird. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Ne, auch wenn es nur 190 Euro kostet, trotzdem sollte man doch damit lange genug zufrieden arbeiten können mit den ganzen Updates.
Okay, lieben Dank fürs Zuschauen und schönen Tag noch. Dankeschön.